Alter, ist das geil. Das ist ja sowas von der Hammer. Und damit herzlich willkommen zu einem neuen Video bei den Space Bricks. Es ist wieder eine Reise in die Vergangenheit, zumindest wenn das Video hochgeladen wird. Und ich freue mich heute gerade tierisch, die ganzen Pakete hier zu öffnen. Ich habe hier so viele tolle kleine Briefe, wattierte Briefumschläge rumfliegen, kleine Päckchen. Oh, ich bin ganz aufgeregt. Ah, sehr cool. Ist noch was drin? Nee. Das hier war ein Tausch, den ich mit einem Namensvetter gemacht habe. Er hat ein paar Druiden gekriegt, glaube ich, wenn ich mich zumindest erinnere. Jetzt habe ich 3 Stück von diesen Sith-Troopern bekommen. Ganz am Schluss mache ich noch eine Figurenübersicht. Heute wird, denke ich, ganz viel zusammenkommen, was es sich lohnt zu zeigen. Klasse, brauche ich für einen Mock. Der nächste Brief ist für ein spezielles Video. Ich denke, das sollte auch bereits online sein. Wobei, so wie ich mich kenne, könnte es auch sein, dass ich hier in der Richtung noch nichts fertig produziert habe. Und zwar habe ich bestellt bei Firestar Toys. Das ist ein Shop, der Custom Lego-Figuren, Custom bedruckte Sachen, Custom Teile, sei es jetzt World War, Star Wars, alles mögliche an Nerdkram, Herr der Ringe, Game of Thrones, was weiß ich, alles was so das Herz begehrt. Und hier habe ich so ein paar kleine Teile bestellt. Für 500 ersten Clone Trooper sind hier ein paar bedruckte Arme dabei, ein paar Helme für ein paar andere Legionen, den 500 First Jet Trooper Helm, zeige ich euch hier aber ein Bild, das eingeblendet ist, und klickt auf die Infocard, wenn das Video schon online ist, weil ich habe mich mit diesem Shop ein bisschen beschäftigt und ein paar Sachen vorgestellt, vielleicht für euch auch interessant, und ich habe einen Gutscheincode von 15% für euch, den findet ihr ebenfalls unten in der Videobeschreibung verlinkt, gibt keinen Mindestbestellwert, ab dem der gültig ist. Für alle weiteren Infos dazu zu dem Shop, schaut euch wirklich das andere Video an, was ich hier oben an der Stelle nochmal verlinke. Und sowas finde ich auch immer richtig klasse. Also ich bin auch so einer, der bei uns im eBay-Shop keine neuen Kartons kauft. Wir verwenden alle Pakete, die wir kriegen, und alle Kartonagen selber, um unsere Sachen zu verschicken. Einfach so ein bisschen der Umwelt zuliebe. Und das wurde hier anscheinend auch gemacht, dass gebrauchte Sachen nochmal verschickt wurden. Wir werfen hier auch mal einen Blick rein. Und hier drinnen sehen wir eine Menge blaue Arme. Insgesamt sollten das 125 Stück sein und, oh mein Gott, ist das klasse, sogar noch, ich habe glaube ich zu viel überwiesen, das hat sie mir jetzt hier nochmal reingepackt. Vielen herzlichen Dank, du siehst das Video wahrscheinlich nicht, aber das nenne ich Kundenfreundlichkeit, das ist echt klasse, danke dafür. Und zwar habe ich hier 125 blaue Arme, wie sie bei dem 501. Trooper verwendet werden. Allerdings im Battle Pack kommen diese Arme nicht vor, sondern im Battle Pack haben wir nur weiße Arme. Und da ich das mit blauen Armen schöner finde, habe ich mir einfach gedacht, hey, ich sichere mir jetzt nochmal die blauen Arme. Die waren echt preiswert. Ich glaube, ich habe irgendwie 15 € mit Versand gezahlt für 125 Stück. Das finde ich ist voll in Ordnung. Also nicht 125 Einzelarme, sondern 25 Paare. Und jetzt habe ich lieber so einen kleinen Vorrat, weil ich kann mir jetzt vorstellen, dass sie durch das 501. Battle Pack bei Bricklink relativ teuer werden. Cooles Ding, mega glücklich, und das kommt erstmal in eine große Teilekiste, bis ich dann meine Battle Packs zusammen habe. Oder inzwischen, wer weiß, vielleicht habe ich sie dann auch schon in Massen gekauft. Ah, ein paar Lego-Minifiguren. Ja, ich habe in letzter Zeit ein bisschen auf eBay Kleinanzeigen mal rumgeguckt und hat man jetzt so das ein oder andere Schnäppchen machen können. Ich glaube, die Figuren haben irgendwie mit Versand 10 € gekostet. Ist jetzt nicht so die Welt. 2-3 Stück haben noch gefehlt in der Sammlung. Über 2-3 freue ich mich immer, wenn ich sie habe. Und so hast du sie einmal mitgenommen. Ist jetzt nichts Besonderes, aber ja, für einen 10er. Wie viele Figuren waren das jetzt? 8 Stück. Ist okay. Also ich finde alles unter 2 € für eine Star Wars Figur in der Menge ist okay, solange du nicht sehr, sehr viele Droiden mit dabei hast. Wir haben hier einen Brief, auf den habe ich mich riesig gefreut. Stormwars.de, Lukas Kurt. Cooles Ding, hat mich total glücklich gemacht, als ich den gesehen habe. Und ich musste hier tatsächlich auch schon reinspicken. Ist jetzt für mich auch eine Zeitreise, weil ich gucke die Videos dann auch nochmal so stückchenweise durch, wenn ich sie dann hochlade. Building Bricks for Happiness, eine richtig coole Aktion, wo deutschsprachige Klemmbaustein-YouTuber, Blogger, Streamer was zusammen gemacht haben, um ein bisschen vom Corona abzulenken. Jetzt, wo dieses Video hochgeladen ist, frage ich mich dann, wie sieht's mit Corona aus? Ist da wieder alles normalisiert? Haben wir es im Griff bekommen oder ist es schwierig für uns geworden? Sehr interessant,
Da werde ich mal mein zukünftiges Ich in der Zukunft mal fragen, wie es läuft. Auf jeden Fall haben wir mal Poker gespielt und da habe ich gewonnen. Und was habe ich Schönes gewonnen? Wir haben nämlich gepokert. Unser Einsatz war irgendwas Lego-mäßiges bis Wert 20 Euro. Und Lukas hat einmal hier diesen netten London-Guy eingesetzt. Und ja, dann auch noch den Palastwachen-Typ. Die Royal Guards. Sehr cool. Die Sachen sollten überwiegend auch verlost werden. Und das wird auch gemacht. Ich habe eigentlich fast alles, was ich bisher bekommen habe, auch weiter verlost. Bis auf bei diesem Brief, da werde ich eine Ausnahme machen. Denn diese schöne StoneWars.de Sigfig, die werde ich behalten. Die zeige ich euch gleich nochmal in der Figuren-Gesamtübersicht einmal. Aber hier sehen wir einmal den schönen StoneWars-Print. Haben wir auf der Rückseite? Nee, nur auf der Vorderseite was. Macht mich total glücklich, das Ding in den Händen halten zu dürfen und meins nennen zu dürfen. Wird einen Ehrenplatz in meiner Sigfig-Sammlung bekommen. Vielen lieben Dank dafür, Lukas. Dann sind wir mit den kleineren Sachen erstmal durch. Ich räume mal kurz auf. Das hier ist dann auch wieder mal was von eBay-Kleinanzeigen. Werfen wir mal einen Blick rein. Was haben wir hier drin? Ach, cool. Das ist mit etwas sehr zerfledderter Bauanleitung der Mandalorian Speeder mit zwei Mandalorianern als sozusagen Darth Maul oder beziehungsweise Maul Mandalorian. Habe ich jetzt einmal gekauft, damit ich diesen netten Kollegen einmal habe, weil Star Wars The Clone Wars die finale Staffel kommt raus. Ich denke inzwischen bei Videoausstrahlung hat jeder die gesehen. Und die Figur haben wir nur einmal in unserem Besitz. Und ich dachte, für ein cooles Mock könnte man die Figur noch einmal gebrauchen. Das war, glaube ich, für 12 Euro insgesamt. Das hast du dann einmal mitgenommen. Zwei coole Figuren, der Speeder. Naja, ist auch okay. Kannst du nicht meckern. Und ja, wenn die Bauanleitung so ein bisschen zerfleddert ist, ist das so. Was soll's? Das ist Lego. Wird eh gebaut. Es gibt echt Pakete, da verstehe ich erst noch mal eine Dreiviertelstunde auspacken, wie ich das dann endlich doch aufkriege. Ja, ich glaube, manche Menschen sind echt Sadisten. Ja, hier haben wir auch wieder so einen eBay-Figuren-Sammelpool-Konvolut-Schnapper gehabt. Ich weiß nicht, wie es sich dafür bezahlt hat. Irgendwie auch etwas zwischen 10 und 15 Euro. Ich wollte eigentlich so ein Video machen, maximal 50 Euro und was man dann auf eBay Kleinanzeigen sich dann da so zusammenbestellen kann. Vielleicht mache ich das mal ein anderes Mal. Ja, zwei, drei Mini-Builds, ein paar von diesen Polybag-Dingern aus den Lego-Magazinen und ein kleiner Haufen Figuren. Muss man ein bisschen Arbeit reinstecken, aber ein paar coole Klone sind hier dabei. Deshalb hat sich auch das hier komplett gelohnt. Zwei, drei Droidika. Ich finde auch, dass dieser Sternzerstörer ziemlich cool aussieht. Und auch so etwas mit zwei Lichtschwertern und einmal den großen Blaster ist auch immer ein sehr willkommenes, ja, Mitbringsel. Cooles Ding, packe ich zusammen, wird dann später euch in der schönen Figurenübersicht präsentiert. Ich glaube, dieses Mal haben wir echt vieles an Figuren, was es sich lohnt zu zeigen. Dieses Paket habe ich selber damals mal rausgeschickt, jetzt wieder zurückgekriegt. Die Lego Life Challenge wurde auch im Rahmen von Building Bricks for Happiness gemacht auf unserem YouTube-Kanal. Drei spannende Aufgaben, die sich dann vier furchtlose Teilnehmer plus Papa als Notersatz war einer rufbereitschaftsbedingt arbeiten musste und nicht dabei sein konnte, durchgeführt wurden. Es hat sehr viel Spaß gebracht. Gerade die erste Aufgabe, die Blind Challenge, war cool und ja, wir gucken einfach mal schnell rein, was ich zurückbekommen habe. 75206 Klon-Gunship-Ding. Bauanleitung. Lego-Technik Mini-Class, der auch gebaut wurde. Zwei Tüten, 2x4 Bricks, insgesamt 200 Stück. Und ein 2½ Bricks Bieröffner mit Magnetfunktion. Cooles Ding. Danke Chris und Noah, beziehungsweise in dem Fall hat Chris das Ding ins Paket gepackt. Ganz lieb von euch. Ich krieg ja noch eins. Ich habe da, glaube ich, bei so einem anderen Quiz gewonnen. Bisher habe ich alles gewonnen, was man gewinnen konnte. Ich hoffe, die Leute mögen mich immer noch. Ja, cooles Ding. Oh, das ist auch ein schönes Paket. Ich mag das ja hin und wieder, wenn die Sachen so eingepackt sind. Nur habe ich dann immer so ein bisschen Bauchschmerzen bei Lego-Sets.
Aber es hat irgendwie auch so ein bisschen so ein Weihnachtsgeschenk-Feeling. Ah, was sehen wir denn da? Ein General Grievous Starfighter. Geschossen für, ich glaube, 12 Euro. Mit Karton, mit Figur. Wir haben ja jetzt den neuen. Bin mal gespannt, wie der ist und welcher Klon drin ist. Ob es Commander Cody sein wird, wie viele vermuten, oder doch nur ein generischer oranger Klontrooper. Ich denke, es wird ein Phase 2 Cody sein. Habt ihr ja auch unten verlinkt. Könnt ihr euch das Set mal einmal anschauen. Das ist nett. Freut mich. Coole Figuren und General Grievous plus ein bisschen Raumschiffgedöns für 10 Euro und 12. Da sagst du nicht nein. Das nimmst du mit. Dieses Paket ist ein Riesenwopper. Ich habe mich auch hier sehr bei der Absendeadresse gewundert, weil es aus Lüneburg kommt. Ich habe gedacht, ich kriege hier was von einem lieben Kumpel. Aber nein, das stammt von Blizzard. Und hier steht nirgendwo drauf, Absender Blizzard. Fand ich so ein bisschen komisch. Wir haben hier von Lego Overwatch den Bastion. Insgesamt 7-mal habe ich ein Angebot bekommen im Blizzard Shop. Ich weiß nicht, ob es den immer noch gibt. Ich glaube, der sollte inzwischen ausverkauft sein. Wenn es den noch gibt, unten ist ein Link zum Blizzard Shop. Wenn es den noch gibt und ihr den noch mit ein paar Prozenten bekommt, holt ihn euch auf jeden Fall. Ich finde, es ein sehr schönes Set zum Hinstellen. Investorensicht auch interessant, aber dann, wenn ihr ein bisschen Rabatt drauf kriegt, hin und wieder ist mal eine Aktion im Blizzard Shop. Für mehr Details habe ich auch ein Review dazu gemacht. Das könnt ihr euch dann auch nochmal gerne anschauen. Mir gefällt er richtig gut und 7-mal jetzt mitgenommen. 2, 3 kriegen noch ein paar Kumpels von mir, für die ich mitbestellt habe. Weil bei Blizzard gibt es keinen kostenlosen Versand. Also haben wir uns zusammengetan. Jo. Alter, ist das geil. Das ist ja sowas von der Hammer. Ich weiß nicht, ob einige das von euch kennen. Ich nehme mal das Papier weg. Also ich weiß nicht, ob jemand von euch die kennt. Ich habe ja eben schon angesetzt. Das sind so die ersten Lego Star Wars Minisets. Die stammen nicht aus Polybags, sondern halt aus solchen Blisterverpackungen. Und hier habe ich einen wahnsinnigen Glücksgriff bei eBay gehabt, die alle noch mit Umverpackung zu bekommen. Absoluter Wahnsinn zu einem ziemlich guten Kurs. Ich finde, das sind wahnsinnig schöne Sets, die einfach nur beeindruckend schön sind. Also wow, das war so meine Kindheit auch mit ein bisschen. Die habe ich geschenkt bekommen damals. Papa hat hin und wieder mal welche gekauft. Und wenn du jetzt einige Sets hier geholt hast, hattest du immer so einen Bestandteil eines weiteren Minisets. Und aus 4 Stück hast du dann hier zum Beispiel einen Mini-Y-Wing gehabt. Oder bei denen hier hattest du am Schluss dann einen Mini-Tie-Bomber. Das ist so eine geile Serie gewesen. Alles bedruckt, also kein einziger Aufkleber. Auch dieser Millennium-Falken ist einfach sowas von geil. Die bedruckte 6x6 Parabonschüssel oder Satellitenschüssel. Dann haben wir an den Seiten noch jeweils die Schleuse. Ich mach mal so ein Ding einfach vor euch auf. Öffnet ihr so, das Blister war natürlich zugeklebt. Dann hier drin so eine Pappschachtel in der Plastikumverpackung. Und hier drinne haben wir dann eine sehr, sehr kleine, feine Bauanleitung. Und einen, wie ich finde, wahnsinnig gut gelungenen Millennium Falcon. Hier mit der Schüssel bedruckt, hier an der Seite die Andockschleuse. Also, ich finde, das Set ist wahnsinnig cool. Und mir gefällt diese ganze Serie. Es ist halt ein Wahnsinns... Och, das ist einfach so schön, einfach wieder solch was Altes, so was Steinaltes in der Hand halten zu dürfen. Und wow, es ist... Mir fehlen gerade so ein bisschen die Worte. Ich finde es wunderschön. Ich hoffe, ihr könnt diese Schönheit mit mir hier so ein bisschen begreifen. Wahnsinn. Also echt Wahnsinn, was das für tolle Sets sind. Da werde ich jetzt so die nächsten Tage etwas Nettes zum Basteln haben. Zum Schluss haben wir hier die Figuren-Gesamtübersicht. Hier in diesem Hall wurden ja auch ein paar mehr Figuren mal wieder bestellt. Das ist sehr, sehr schön. Herausstechen tun natürlich unsere roten Sith Troopers. Über die bin ich mit am meisten froh bei diesem Hall. Und auch eine richtig klasse Figur ist halt unser netter Darth Maul hier hinten im Hintergrund. Eine wunderschöne Figur. Und gerade jetzt, wo Star Wars The Clone Wars die finale Staffel läuft, beziehungsweise wir sie auch komplett gesehen haben, ist, denke ich, die Lust umso größer, diese Figur dann in einem Mock wiederverwenden zu können. In dem Sinne, passt auf euch auf, viel Spaß beim Bauen und wir sehen uns beim nächsten Video.